Natürlich. Aber das steht dem Gesetzgeber zu und der vereinigt das alles als oberste Instanz, ist an niemanden gebunden, braucht niemanden vorher einholen, zum Beispiel wie es in unserer Demokratie üblich ist, dass jemand auf einen Dreiervorschlag oder so irgendwie, das ist relativ sehr, sehr breit offen. Der lässt sich etwa bei Bischofsernennungen Vorschläge machen und entscheidet dann völlig daneben irgendjemanden anderen. Das steht ihm alles zu. Das sind Situationen, die in einer demokratischen Struktur unverständlich und meiner Meinung nach auch unhaltbar sind. Wir hätten da noch einen Beitrag vorbereitet, und zwar eben, es gibt ja die Organisation, also das Antikirchenprivilegien Volksbegehren, und die haben wir zufällig in Wien getroffen und auch einen kleinen Beitrag über dieses Volksbegehren verfasst. Bitteschön. Ich bin Mitinitiator des Volksbegehrens gegen die Kirchenprivilegien, aber auch Obmann der Plattform betroffen von kirchlicher Gewalt. Und mit diesem Volksbegehren bezwecken wir im Prinzip drei Dinge. Erstens eine Bewusstmachung in der Bevölkerung über die gigantischen finanziellen Zuwendungen an die Kirchen, im Speziellen an die katholische Kirche. Zweitens auf den Einfluss, den die Kirche vom Religionsunterricht angefangen als, ich würde sagen, Werbeinstrument in der Gesellschaft zur Verfügung hat und wo der Staat selbst auch der Zahler ist. Und drittens auf die Art und Weise, wie der Staat es zulässt, dass Schändungen von Kindern und sexuelle Gewalt in der Kirche von der Kirche selbst aufgearbeitet werden, ohne dass die Gerichte hier aufgrund des Argumentes der Verjährung Platz greifen. Viele Sachen, die dann für einen normalen Staatsbürger nicht möglich sind, hat die Kirche. Mich stört unheimlich das Konkordat, mich stören die Kirchenbeiträge, mich stört es, dass der Staat, so zum Beispiel der katholischen Kirche, meine Privatdaten weitergibt etc. Das stört mich. Mich stört aber auch als Missbrauch, also als Opfer, als Betroffener von kirchlicher Gewalt, stört es mich auch, wie die Kirche mit uns Opfern umgeht oder eigentlich nicht umgeht, sondern uns eigentlich für einen Narren hält. Ich habe eine persönliche Geschichte mit der Kirchenbeitragsstelle, die mich sehr lange Kampf gekostet hat. Ich glaube einfach, dass das nicht gut ist. Ich glaube nicht, dass es gesund ist und ich glaube, dass es gegen die Rechtsstaatlichkeit ist. Das Ansehen der Kirche ist das wesentlichste Instrument, mit dem die Kirche agiert. Und dem Ansehen der Kirche zu schaden, ist etwas, wo ich mir sage, hier gehört gearbeitet. Die verfassungsmäßig garantierte Trennung von Kirche und Staat ist einfach nicht eingehalten. Theoretisch habe ich die Hoffnung, dass sich das ändert. In der Praxis befürchte ich, es wird sich nicht sehr schnell ändern. So, das war jetzt mal den Beitrag, den wir da gemacht haben. Da sind ja ziemlich harte Kritikpunkte gekommen. Was sagen Sie dazu, Herr Kaplan? Ich geb dem Herrn am Schluss recht. Man muss schauen, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Und insofern mag sich auch am Konkordat und an den ganzen staatskirchenrechtlichen Konstrukten in den kommenden Jahrzehnten was ändern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir ist das wurscht. Weil das tangiert die Kirche peripher. Ich glaube, die Gesellschaft würde es radikal zum Teil tangieren. Und ich meine jetzt nicht nur wegen der katholischen Kirche, sondern wenn wir zu einem Gesellschaftsverständnis kommen, das Religion, wie Sie das ja wollen, zur Privatsache macht, dann tangiert uns alle das radikal. Ja? Das ist ja nicht einmal in den Leitlinien. Also Unrecht haben die hier. Wir haben eine Trennung von Kirche und Staat. Wir haben eine kontinentaleuropäische Form der Trennung von Kirche und Staat, die ähnlich ist wie in Deutschland, vielleicht sogar noch mit Italien etwas zu vergleichen, die nicht so ist wie in Frankreich oder in Portugal, wo es laizistische Staaten gibt, oder in der Türkei, um von den christlichen
Ländern wegzukommen. Wir haben diese Form, das hat historische Gründe. Und ich denke, dass jede Gesellschaft gut beraten ist, diese immer wieder neu nachzujustieren. Kann man von einer Trennung zwischen Kirche und Staat sprechen, wenn es da bilaterale Verträge gibt zwischen den beiden? Also ich glaube, solange es ein Rechtsverhältnis gibt, wo ein Vertrag das regelt, ist es durchaus eine Trennung, würde ich schon bezeichnen können. Ich würde auch nochmal da anknüpfen wollen, was der Herr Kaplan-Kimmel jetzt zuerst gesagt hat. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft sehr betroffen wäre, nämlich wenn man die Kirche sozusagen in die Sakristei, wie es so schön heißt, zurückdrängen würde oder auf das Individuum beschränken würde. Ich denke, dass gläubig zu sein ganz wesentlich zu tun hat mit menschlichen Beziehungen. Und menschliche Beziehungen spielen sich einfach größer ab, als ich selber bin, und haben gesellschaftliche Dimensionen. Und mir würde es leid tun, wenn es in Wien etwa die Gruft nicht gäbe, wo Unterstandslose sich duschen können und ein Essen bekommen. Ja, die Gruft wird von der Caritas betrieben. Die gehört deswegen der katholischen Kirche. Mir würde es leid tun, wenn es in Österreich etwa oder in Wien nicht die Barmherzigen Brüder als Spital gäbe, wo jemand, der keine Sozialversicherung hat, eine ebenso qualifizierte medizinische Versorgung bekommt. Also diese Liste lässt sich noch beliebig fortsetzen. Hier leistet die Kirche meiner Meinung nach auch Gutes und Großartiges, und auf das würde ich nicht verzichten wollen. Wir haben danach. Ich will gar nicht bestreiten, dass die Kirche auch Positives leistet. Man muss auch das Ganze sehen, ja. Und seit diese Institution nicht existieren würde, wenn die Kirche jetzt praktisch in die Sakristei zurückverbannt wird. Wenn wir die Kirchenprivilegien abstellen, haben wir genügend Geld, um das so zu finanzieren. Da brauchen wir nicht mehr die katholische Kirche. Das glaube ich nicht. Das ist eine Form des Outsourcing des Staates, wie das in anderen Bereichen auch passiert, wo ich dann sagen, outsource. So hat man bestimmte Funktionen hier outgesourced. Entschuldigung, ich möchte nur ein paar Fakten einbringen. Es wären von der Caritas ruft, und so finde ich eine ganz tolle Sache. Wir haben das recherchiert aufgrund des Berichtes der Caritas 2009. Steht drinnen, dass aber nur 9% der Gesamtfinanzierung der Caritas aus kirchlichen Mitteln stammt. Also das aber wer sind die Leute, die das machen? Wenn Sie ein Unternehmen besitzen, wissen Sie, dass das Teuerste die Personalkosten sind. Und in der Caritas Österreichs engagieren sich ehrenamtlich, frei, ohne einen Cent zu bekommen, an die 40.000 Österreicherinnen und Österreicher. Ja, aber muss das religiös geprägt sein? Selbstverständlich, das sind Katholiken. Die Caritas ist eine katholische, ist die katholische Seite des... Sind nicht Katholiken, keine hilfsbereiten Menschen, sie nicht zu helfen? Nein, um Gottes Willen, natürlich. Es gibt es gibt wunderbare Sozialorganisationen von anderen. Wenn man sich denn wir tun das, weil Jesus Christus uns das aufgetragen hat. Wir können mal über die Zahlen sprechen. Über die Erzdiözese Wien, da habe ich eine Auflistung von 2010, was die Finanzen angeht. Einnahmen steht da. Also in Summe 110 Millionen beinahe. Und nur die Personalkosten kommen beinahe auf 62 Millionen. Mhm. Da könnte man meinen, die katholische Kirche braucht sich selbst. Wie es jedem Unternehmen geht. Weil sie sich selbst finanziert mit dem Geld. Also das rufen sie ein Unternehmen an, vor allem ein Dienstleistungsunternehmen, da wird das ganz genauso sein. Wahrscheinlich schlimmer. Das ist überhaupt nicht auffällig. Die Frage ist jetzt... Und nämlich, wenn man das jetzt noch mal... Sie können auch gern, wenn Sie diese Zahlen hernehmen, fragen, was ein Pfarrer verdient. Fragen Sie den Herrn Kaplan, was er verdient, und dann fragen Sie jemanden anderen, und was er in der Wirtschaft verdient. Akademiker, weil ein Also, Herr Kaplan, wenn Sie das beantworten möchten, wie viel verdienen Sie? Netto verdiene ich einen guten Tausender. 1.008 Euro, glaube ich. 1.008 Euro im Monat. Ja, da verdienen Sie ja sogar weniger als ich, und ich arbeite nur Teilzeit. Ja, also da würde ich... Wobei man sagen muss, dass ein Pfarrer schon mehr verdient als ich. Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Die Zeit ist ja verflogen wie im Flug, sozusagen. Ich denke, wir werden noch eine Abschlussfrage stellen. Jahid, möchtest du das machen? Nein. Dann werde ich es tun. Und zwar, Abschlussfrage wäre, wie sehen Sie alle, also fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Hurker, wie sehen Sie die katholische Kirche in Zukunft? Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche? Ich denke, dass die Kirche sich in kleinen, überschaubaren Gemeinden strukturieren wird, die weitgehend selbstständig sind und miteinander kooperieren. Und sie werden wahrscheinlich in der Bevölkerung an der Zahl vermutlich abnehmen, die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Aber sie werden, was das betrifft,
effektiver werden. Und ich wünsche mir eine Kirche, die ihren Glauben zeitgemäß, verständlich und spürbar hilfreich für die Menschen lebt. Mhm. Ja, und Herr Kaplan? Ich sehe auch eine Kirche, die deutlich kleiner werden wird, aber die überzeugter werden wird, die profilierter sein wird. Ich sehe eine Kirche, die Kraft bekommen wird, weil sie auf die Grundfrage der Menschen einfach antworten will. Warum bin ich da? Was ist, wenn ich tot bin? Warum gibt es das Leiden? Und wo bist du da, Gott? Wo bist du da? Das ist die Frage, die sich auch ein religiöser Mensch stellen muss. Und zwar sehr, sehr ernst. Kannst du überhaupt eine Antwort geben? Ja, in der Erfahrung. In der Erfahrung von Glauben und in der Erfahrung der Gemeinschaft Glaubender. Und da bin ich sehr optimistisch. Ob es da ein Konkordat geben wird oder nicht, ist sehr Das ist Ihnen eher nebensächlich. Gut, Herr Billig, wie sehen Sie die Zukunft der römisch-katholischen Kirche bei uns in Österreich? Ich möchte nochmal das Einige, über das Dreiende stellen. Einen Punkt sind wir uns einig, die katholische Kirche wird kleiner werden. Das ist gut so und wir Freidenker werden noch einen Beitrag dazu leisten, unsere Aufklärungsarbeit. Es ist höchstens, dass diese ganzen Privilegien einmal abgeschafft werden, aber dass eben eine weitere Säkularisierung vor sich geht. Wie wird die Zukunft der katholischen Kirche aussehen? Also ich finde, das ist grundsätzlich ein kircheninternes Problem und wenn sie vom Staat getrennt ist, wird uns das auch nicht weiter interessieren. Ja, dann sage ich nochmal danke, dass Sie bei uns im Studio waren und mit uns diskutiert haben. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ich denke, wir sollten nochmal hinweisen auf unsere Homepage www.eswerdelicht.tv. Also nicht irgendwas anderes, sondern .tv. Und natürlich sind wir auch auf Facebook zu finden. Ja, falls die Dunkelheit dann wieder hier im Studio Einzug halten wird oder vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, dann schalten Sie doch auch nächstes Monat wieder ein, wenn es wieder heißt, es werde Licht. Danke nochmal, dass Sie zugesehen haben. Danke an unsere Gäste und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.